Hervorragende Arbeit, ganz wie ich erwartet hatte. Der Hafen gehört nun euch. Viele der Arbeiter dort werden sich bestimmt freuen, dass sie sich zukünftig auf den öffentlichen Nahverkehr verlassen können, der sie morgens pünktlich zur Arbeit und abends sicher wieder nach Hause bringt. Ich konnte die Stadtverwaltung davon überzeugen, dir einen weiteren Bonus anzubieten, wenn du die Wohngebiete erfolgreich mit dem Hafen verbindest. Oh, und sie überlegen, ob sie Westfield und Meierheim für den öffentlichen Nahverkehr öffnen sollen. Das weißt du aber nicht von mir. Ja, weiter geht's mit dem Bussimulator heute mit der nächsten Aufgabe. Nutze Fahrer an der Strecke mit maximal 10 Haltestellen, Einkommen zu generieren, die verbindet Gewerbegebiet und Port Emma. Gewerbegebiet ist wahrscheinlich die Industry Zone. Würde ich mal so spontan sagen. Also, nächste Aufgabe ist auf jeden Fall erstmal Streckenplan. Also, Port Emma auf jeden Fall. Jetzt guck ich natürlich weg. Hafen Pier 1, Pier 2. Wo müssen wir denn da hin? Ach, das Gewerbegebiet ist hier oben, oder was? Okay. Gut zu wissen. 8, 9 und 10. Gut, dann fahren wir die Strecke. Wir müssen wieder Fahrer zuweisen. Und zwar von der Strecke 23 würde ich die nehmen. Haben wir noch einen Fahrer, der nicht... Okay, wenn wir die nehmen, dann haben wir den Rest ja nämlich schon erledigt. So, gut, dann fahren wir die Strecke an, Route 30. So. Let's go. Let's go. Dann machen wir hier immer noch den. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. So, Einzel, Student, Heinz. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Oh, sieht ihr das? Ist das nicht drin? Bitte was? So, let's go. Zu den Haltestellen fahren wir jetzt heute wieder an. So. Eine Fahrkarte. Ja. Einzel, Standard, Gebühr. Dankeschön. Was reinlassen da hinten? Die Hafenverwaltung. So schnell war ich gar nicht. Scheiße da. So. Mal anhalten. Dass ich irgendwie zu weit nach außen komme. Oh, ein Rollstuhlfahrer. Den lasse ich natürlich als erstes mal rein. Genau. Fahrertür, wo war die Rampe? Ah, ich weiß nicht, Fische, warum sie das machen, ne? Genau, da war das.
Ja, wo war die scheiß Rutschrampe? Weganlage. Ei. Wie war das noch? Scheiße, wo war die Rutschrampe? Fahrradtür. Shit, ich weiß nicht, wie die war, wo die Rutschrampe ist. Was jetzt noch? Scheiße. Ne, Fahrradtür war das nicht. Ah, leck mich doch. Ich weiß, dass da draußen ein Rutschefahrer steht. Rampe da. Fahren wir sie erstmal raus. So, jetzt. Ich kann die Rampe nicht einziehen. Ach, weil da schon wieder einer am Weg steht, oder was? Ey, komm, Ami, geh mal da weg. Mein Gott. Muss die scheiß Tür zumachen. So, und jetzt kann ich die Rampe jetzt einziehen. So, kann man so rausnehmen. Das war natürlich ein bisschen zu spät dran, klar. Boah, Alter! Glück gehabt. Da kam ich nicht schnell genug auf die Bremse drauf. Was die Fußgänger weggeben, die das. Immer zu schnell. Trotz Geschwindigkeitsbegrenzer. So, ein bisschen aufpassen jetzt. Gut, dass Tanja und gerade nichts kam. Ja, du hast Vorfall, komm, da. Gut, du biegst sie ab. So. Du biegst ab, das ist gut. Nicht weiter. Jetzt. Ja, körperlich beeinträchtigt. Ja, ich weiß, dass du die Rampe brauchst. Gut, dass der Rollstuhlfahrer jetzt aussteigen will. Die erstmal raus. Das nenne ich guten Service. Gut, während die jetzt alle aus- und einsteigen, kann ich kurz den Sitzer hier mal zurückbringen. Wo ist das? Pinguin. Ja, hallo? Da, vorne. Oh, da hat er sein Telefon vergessen. Wo sind die jetzt hin? Ach, da hinten. Hallo. Hallo, läufst du mal nicht weg? Jo.
Und so packt man keinen Gabelstapler nur so nebenbei. So, mal kurz die Rampe einziehen. Und dann geht's weiter. Ich hab's vergessen. So, weiter geht die Reise. Klar, das hat sich jetzt ein bisschen gedauert. Aber jetzt haben wir eine gute Zeit, die wieder aufzuholen. 8 Minuten fast. Jetzt haben wir, glaube ich, 2 Minuten nur plus gehabt. Naja, können wir schnell. So. Nächste Haltestelle hier. Irgendwann weit. Ist auch ein Stück jetzt natürlich, klar. So, anhalten, vorwärts gewähren. Gut, da ist gerade nichts kommen. Kann ich jetzt ein bisschen ausholen. So, hier links. Den Fußgänger da fast hätte ich nicht gesehen. Lauf jetzt bitte nicht in den Bus. Dankeschön. Oh, Alter. Upsi. Ich sollte das Trinken aufhören, wenn ich fahre. Nein, Spaß beiseite. Kein Alkohol im Straßenverkehr. So. Ah, es geht über die Autobahn. Das erste Mal die Autobahn nutzen. Schafft der persönlich 84 Kicker drauf. Mehr ist nicht drin. So, hier müssen wir leider runter.
Wir hätten noch nicht weiterfahren können. Und jetzt stehen wir mal wieder im Stau. Wir haben noch 3,5 Minuten, das kriegen wir aber hin. Wenn sich das hier mal vorne ein bisschen auflöst. Aua. Dann haben wir noch eine Route für heute, für morgen. Ja, passt. So, lässt uns rein? Ja. So, wenn du Geschwindigkeitsbegrenzer machst, ist das ein bisschen einfacher, da muss man nicht auf die Geschwindigkeit achten. Kannst du vielleicht mit dem Bus hier durch mit 80 durch den Ort knallen. Und jetzt sind wir schon 2 Minuten vor der Zielzeit da. Wieder einer. Ach, geht dir mir auf den Sack. Bist du mal aus der Tür? Das Wetter ist einfach wundervoll. Stell mir dich weg. So. So, du möchtest eine Fahrkarte haben? Sonst würdest du hier nicht rumstehen. So, ich sperre die mal alle ein. Also, es kommt keiner raus hier. Was? Ach so, hier. Klar. Du hast gerade eine gekauft, hier, bitte. Okay. So, Frau Tierblockiererin. Was? Ach so. Ja, schade. Haben Sie Glück gehabt. So. So. Ostspeicher. Ja. Da sind 2 Minuten zu früh. Dann kann man auch ein bisschen. Da kann man auch ein bisschen trödeln. Mal Fahrkartenkontrolle machen und so. Für die Strecke haben wir jetzt. Die Meter haben wir zwei Minuten Zeit. Stimmt, es war Gruyère. Was auch immer du da von dir gibst. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Das ist meine eigene Schuld jetzt. Da habe ich gedacht, okay, der fährt weiter, aber er ist noch stehen geblieben. Die 720 Euro Strafe, die sind zu Recht diesmal. Habe ich auch schon angeschoben. So. Na, wir haben nicht mehr viel, ne? Eine Haltestelle, 2 Haltestellen noch. Nächstes halte Astra-Promenade. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Einige, du brauchst 2. Standard. Danke. Eine Fahrkarte. Schon wieder. Einzel, Standard, 1. Danke. So, einmal eingestiegen. Sehr gut. Keiner, der blöd in der Tür rumsteht. Das haben wir heute schon öfters. Ja, klar, natürlich. Die Frage ist, was wäre gewesen, wenn ich sie nicht wenn ich jetzt gesagt hätte, nö, ich fahre einfach weiter. Weil die nächste Haltestelle ist ja direkt hier vorne. Ich bin ja so nett, ich lasse die Leute dann und sie sagen, okay, ich kann es auch auf der Straße mal kurz rauslassen. Ist eh nicht viel los gerade. So, Astra Promenade.
Gut, du lässt es durch. Ja, schon klar. Dankeschön fürs... Ah ne, das war wegen dem Bus da vorne. Da war nämlich der Kollege. Oder Kollegin. Wie auch immer. Viel halten wir nicht mehr, dann dürfte es vielleicht noch zwei Haltestellen sein, ja. Also die und noch eine. Keiner, der aussteigen will? Oh, ist auch keiner mehr drin. Stockerplatz, letzte Haltestelle. Oder? Ich frage jetzt, wo muss ich jetzt lang? Links oder rechts? Links. Dann jetzt rechts. Ja, komm ich da rum? 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 Ja, schon klar. Passt. Nur 2 Sekunden zu spät. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt, aber... Eine Fahrkarte. Christina ist amputiert. Aha. So, Tag. Standard. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzelstudent. Gib ihm. So, keiner, der jetzt noch einsteigen will. Fahren wir jetzt zum Mediacenter, komm. Scheiß drauf, dann nochmal bei Schwarzfahrer. Da steht jetzt eh gerade ein bisschen im Stau. So, fährst du weiter, fährst du nicht weiter, fährst nicht weiter. Okay, dann kann ich richtig rum. Wir müssen ja hier links. So. Gut, der will noch durch wahrscheinlich. Nee, der biegt ab. Der biegt ab und der LKW auch. Gut, dann fahren wir hier weiter. Das Problem ist einfach, teilweise sind die Straßen so eng, dass ich hier mit dem Arsch nicht durchkomme. Ich muss echt aufpassen, dass ich die Laterne nicht mitnehme. Passt. Aber so gerade. So, wir sind der Astra, letzte Haltestelle für heute. Komm, die versuchen wir nochmal pünktlich rauszuholen. Hm.
So, jetzt halte ich schon. Alle mal raus und wir sind durch für heute. Jetzt habe ich, dass hier keiner noch irgendwie blöd in der Gegend rumklebt. Ja, das war mir klar. Müllsünder immer wieder. Da. Einmal das. Ich gucke gerade drauf, ob irgendwo noch einer ist. Nö, weiter sind wir nämlich fertig. So. Das ist ein Gegenteil vorgestellt. Ein neuer Bus. Cool. 8000 haben wir für die Tour gekriegt. Viel war es nicht, wenn ich ehrlich bin. Gut. Nächste. Streckenplaner. Aufgabe erledigt. Aufgabe erledigt. Sehr schön. Gut. Und die nächste Haltestelle machen wir dann in der nächsten Folge. Ihr kennt das ja.